Hallo Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute mit einem Tabak-Review in der Shisham NG. Geraucht wird heute der Kamikaze Raspberry von Fantasia. Oder Raspberry Kamikaze. Hier ist die OVP, ganz normale schöne Pappschachtel. Vorne drauf sieht man so einen roten Drink, einen Cocktail und Himbeeren. Ja, der Tabak ist nochmal verpackt und zwar in so einem coolen Zipper, der oben auch zu verschließen ist, also ein verschließbarer Zipper. 50 Gramm OVP natürlich und zum Schnitt vom Tabak blende ich jetzt ein paar Bilder ein. Es waren auch ein paar kleine Ästchen drin, muss ich sagen. Ja, aber nicht so schlimm, die kann man raussortieren. Ist jetzt nicht überwiegend Äste, so wie bei manch anderen Sorten, aber sie waren meiner Meinung nach schon etwas dick. Zu meinem Setup. Shisham NG, wie gesagt. Mein Egelglasschlauch. Um die Pfeife jetzt auch besser zu testen, habe ich den Original Shisham-Kopf genommen. Der Shisham-Kopf ist 10 cm hoch, hat eine Tiefe von 2,8 cm, in der Mitte eine Erhebung. Die ist ungefähr 1 cm hoch. Die Löcher sind ähnlich wie beim Vortex Bowl, 4 Stück außenrum, aber zusätzlich oben nochmal eins. Das heißt, man kann auch über diese Erhebung den Kopf mit Tabak befüllen. Der Kopf ist halb voll. Ich habe vier Lagen Alufolie drauf gemacht und Löcher überall. Kohle ist die Coco Brico, 3 Stück davon. Man kann schon ordentlich Kohle auf den Kopf packen, es brennt nichts an und man hat ein schönes langes Rauchvergnügen. Zum Rauch. Also raucht sehr anständig wie jeder Fantasia. Der Geschmack ist identisch dem Geruch. Himbeer schon etwas künstlich, also schon wie ein Likör und eine alkige Unternote. Der Original Kamikaze Raspberry oder Raspberry Kamikaze, ich verdrehe es heute immer wieder, besteht aus Wodka, Triple Sec und natürlich Raspberry Liqueur, also einem Himbeerlikör. Er schmeckt recht angenehm, schön intensiv. Ja, doch. Lass mal den Nebel hier ein bisschen aus der Bildfläche wedeln. Von mir eine klare Empfehlung. Ich habe den Cocktail noch nicht getrunken. Ich kann also nicht sagen, ob es identisch schmeckt. Aber es ist schon sehr gut. Man schmeckt, dass es ein Cocktail ist, eben durch diese alkige Unternote. Himbeer, ein bisschen künstlich. So wird es auch bei dem Likör sein, nehme ich mal an. Ja, also von mir kriegt der Tabak eine 1, weil er gut ist, weil er schön raucht, weil der Schnitt in Ordnung ist. Es gibt nichts auszusetzen an dem Tabak. Ich bin eigentlich nicht so ein Fantasia-Fan, das muss ich dazu sagen, aber der Tabak ist echt klasse. So viel heute von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Gadur.